Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wir befinden uns immer noch im Gratwald und zwar stehen wir jetzt gerade vorm Eldenwurzbaum hier. Bin gerade mal am Gucken, ob wir auch tatsächlich nichts vergessen haben. Ich glaube, wir haben tatsächlich was vergessen. Wir waren nicht in Wurzelbruch. Da gibt es meines Wissens nach nämlich auch noch eine Quest. Das heißt, da sollte ich auf jeden Fall gucken, dass ich da als nächstes hingehe. Aber ich bleibe jetzt erstmal hier, weil da steht nämlich... Bei Orks geht es immer um Ehre und so, nicht wahr? Ich frage mich, ob er mich wohl hereingelegt hat. Der gute Ortelus, der mir gerade mitten ins Wort fällt und mit dem wollte ich eigentlich die Quest beginnen. Ihr habt auf eurer Reise wohl keinen großen, trampeligen, brutalen Ork getroffen? Der Name ist Stork. War ein Freund von mir, mit Betonung auf war. Durch ihn stecke ich in einer Menge Ärger. Was für Probleme? Vielleicht habt ihr schon vom Diebesrecht gehört. Eine Tradition der Waldelfen. Wenn einem ein besonders gerissener Diebstahl gelingt, kann man sich vom Besitzer der Beute eine Belohnung ausbitten. Nun, ich habe dem Baumtane diesen Bogen gestohlen. Und dann hat Stork mir den Bogen gestohlen. Naja... Wo liegt denn das Problem? Der Baumtane will seinen Bogen zurück. Und wenn ich ihn nicht zurückgeben kann, dann lässt er mich zu sich schaffen und auspeitschen. Nach dem, was ich zuletzt gehört habe, war Stork auf dem Weg in die Rankentodhöhle. Der Baumtane lässt mich die Stadt nicht verlassen. Könnt ihr nach Stork suchen? Ich werde sehen, was ich tun kann. Die Rankentodhöhle. Puh, wo war die denn doch noch gleich? Ach, da oben. Okay, da müssen wir ein bisschen weiter hochreiten. Machen wir doch glatt. Ich muss nur erstmal ein bisschen Orientierung finden. Ich muss auch vorweg sagen, mein Kopf ist gerade aktuell ein bisschen Matsche. Ich habe ziemlich heftige Migräne. Zum Glück im Moment ohne Aura. Das heißt, ich versuche trotzdem, die Folge hier noch aufzunehmen. Und ja, deswegen bin ich aber gerade ein bisschen... ich wollte nicht ins Wasser. Darum. Deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen, ja, verwirrt bin ich ja sowieso immer, aber ein bisschen Matsch im Kopf, wie gesagt. Ich hoffe, wir müssen jetzt gerade keine Rätsel machen, das wäre jetzt in meinem Zustand nicht so gut. Bei dieser Gelegenheit möchte ich übrigens mal ein ganz großes Hoch an alle Kühlakkus oder auf alle Kühlakkus machen. Weil ich sitze jetzt nämlich gerade mit zwei Kühlakkus auf dem Kopf und im Nacken hier rum. Ja, es hört sich lustig an. Es sieht wahrscheinlich schlimmer aus, als es sich anhört. Ich weiß, dass diese Würger mich sowieso immer wieder... Okay. Dass diese Würger mich sowieso immer wieder zurückziehen. Und das ist so nervig, dass ich gar keine Lust habe, daran vorbeizurennen. Und das will schon was heißen. Funktioniert ja. Achso, ja, ihr seid die. Genau. Beschäftigt euch mal ein bisschen mit Funke. Ich war jetzt gerade ein bisschen verwirrt, weil ich mir gedacht habe, was ist denn hier? Da ist der Bogen. So, Fetzen aus dem Tagebuch. Werden wir sofort lesen, wenn das weg ist. Habe Ortelus in Eldenwurz gelassen. Der dumme Waldelf hat endlich mal was richtig gemacht, als er diesen Bogen gestohlen hat. Wenn ich doch nur sein Gesicht sehen könnte, wenn er bemerkt, dass ich ihn mitgenommen habe. Er hält mich für dumm. Er meint, dass ich ein Baumhirn wie ihn nicht überlisten kann. Die Einheimischen sagen, dass in dieser Höhle ein Schatz vergraben ist. Aber sie meiden sie wegen den Würgern. Kaum zu glauben. Angst vor Pflanzen. Elfen sind ja so jämmerlich. Ich kann nicht schlafen, ich höre immer wieder Geräusche aus der Höhle. Gesang oder Wehklagen? Schwer zu sagen. Ich hatte noch nie ein sonderlich musikalisches Gehör. Ich habe es satt, nichts zwingt mich, auf den Morgen zu warten. Ich gehe da jetzt rein. Ja, ich denke mal, das ist der Ork, der hier sitzt. Oh, das ist jetzt nicht euer Ernst, nur weil ich mir was durchgelesen habe. Alter, das sollte Teso echt dringend mal reparieren. Oh, ich glaube, sie haben es repariert. Hat das jetzt gezählt? Ehrlich?
Normalerweise war es nämlich so, wenn man hier dran gegangen ist und noch nicht fertig absolviert hat und dann angegriffen worden ist, ich habe euch das bestimmt schon mal gesagt, dass das dann abgebrochen ist und man quasi die ganzen, weiß ich nicht, 10 Sekunden oder was das dauert, dann nochmal warten muss, also nochmal neu anklicken muss. So, hier irgendwo sollte... Da. Komm, ich halte dich mal. Da sollte einer... Ein Boss kommen. Eigentlich sollte der da kommen, laut dem Ding. Was hat denn der da für Leuchtendes? Keine Ahnung, was das ist. Irgendwas Blaues. Also, der soll eigentlich hier kommen. Ich würde sagen, ich warte jetzt mal eben auf den Boss, dass der wiederkommt. Ach, da ist er schon. Dann habe ich nichts gesagt. Ja, heute ging es mal schnell. Normalerweise ist es ja so, dass man dann doch immer sehr lange drauf warten muss. Deswegen cutte ich das immer raus. Nur, es ist eigentlich schon ganz schön, wenn man mit dem Char halt eben alles gemacht hat. Entsprechend, dann hätte ich noch einen sammeln können. Warum? Wieso? Weshalb? So, jetzt bin ich gerade am Überlegen, wie wir jetzt wieder zurückkommen. Da unten ging es, glaube ich, runter und dann rechts rum, ne? Genau. Links von mir ist dann der Anker, den ich auch immer noch nicht gemacht habe nebenbei, aber das ist nicht so schlimm. Ich meine, da kann man zur Not immer noch mal hinreisen. Wobei mir das jetzt bei dem Account auch nicht so wichtig ist natürlich. Das ist jetzt der Let's Play-Account. Da will ich zwar auch mit dem Char natürlich so weiter dann alles gelernt haben und so weiter. Aber der Rest ist jetzt nicht so... Also ich muss jetzt nicht hier wie mit meiner Main beispielsweise dann alles... Alle Anker gemacht haben, alle Errungenschaften gemacht haben, die so gehen. Das gehe ich ganz gemütlich an mir. Oh, Frage ist, steht der noch da? Laut Anzeige, ja, aber man muss auch richtig laufen, da ist er. Ihr habt den Bogen tatsächlich bekommen? Unglaublich. Hat Stork euch viel Ärger gemacht? Er war bereits tot. Er fand sein Ende in der Rankentodhöhle. Dann macht die Rankentodhöhle ihrem Namen auch weiterhin alle Ehre. Es tut mir leid, das zu hören. Stork mag ein hinterlistiger Kerl gewesen sein, der nur Mist im Kopf hatte, aber er war mein Freund. Ich schätze, ich schulde euch, was mir der Baumtane für den Bogen bezahlt hat. Ich bin schon ein toller Dieb, was? Ja, und wir erhalten einen gestärkten Flammenstab ohne Set. Und da muss ich mal gucken. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie lang die Quest ist hier unten. Die Ruinen von Wurzelbruch. Ich meine, das wäre aber ein bisschen länger. Aber wir können mal gucken. Ich werde mal eben dahin reiten. Und ja, mal gucken. Wenn es zu lange dauert, dann splitte ich das doch irgendwie noch ein bisschen anders. Ansonsten sehen wir uns gleich dort wieder. So, an der Höhle sind wir nun angekommen. Wie würde es euch gefallen, jemandem in Not auszuhelfen? Ja, mache ich gerne. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht so lange. Aber ich glaube, die Quest ist nicht ganz so lang gewesen. Nur wenn man die ganzen Bosse da drin macht. Ja, bleib doch mal stehen. Ich will mit dir reden. Hallo. Diese wilden Tiere haben alles ruiniert. Ich weiß nicht, wie die Bossmer so in der Wildnis überleben können. Es ist wie in einem Krieg ohne Zweck zu leben. Wilde. Wo liegt denn das Problem? Ich war Teil einer Forschungsexpedition, die losgeschickt wurde, um die Ruinen von Wurzelbruch zu untersuchen. Einer Altmeerstadt, die vor Jahrhunderten vom Dschungel überwuchert wurde. Ich ging kurz los, um Vorräte zu besorgen. Und als ich zurückkam, wimmelte es in den Ruinen von wilden Tieren. Ihr wollt, dass ich die Forscher rette? Was? Nein, die sind tot. Ich brauche ihre Tagebücher. Jeder Forscher hat seine Funde notiert. Wenn ich die Tagebücher nach Eldenwurz bringen kann, war diese Expedition nicht ganz umsonst. Aber ich würde es nie riskieren, dort hineinzugehen. Da wäre es doch glatt sicherer, von einer Klippe zu springen. Wenn Wasser unten ist, vielleicht. Ich werde sehen, was ich herausfinden kann. Es ist überraschend, hier draußen Hilfe von einer Fremden zu erhalten. Hab Dank. 3 Tagebücher sollten ausreichen. So wie ich diese Hunde von Hurensöhnen kenne, die da draußen leben,
Das meine ich wörtlich. Nehme ich an, dass zumindest eins gefressen oder besudelt wurde. Was ist so besonders an Wurzelbruch? Diese Stadt war Teil eines frühen Kolonialisierungsversuchs. Der Dschungel war für seine Unbezähmbarkeit berüchtigt. Doch unsere besten Köpfe sahen das nur als Herausforderung an. Es heißt, sie hätten eine ausgedehnte Metropole errichtet. Und dann ist sie verschwunden. Auf Nimmerwiedersehen. Also denkt ihr, dass das hier Wurzelbruch ist? Ganz ehrlich? Wer weiß? Wurzelbruch war jahrhundertelang nicht mehr als eine Geistergeschichte. Vielleicht gab es das echte Wurzelbruch nie. Doch das hier sieht mir ganz sicher nach einer verlorenen Stadt aus. Und wenn sie meinen Namen in die Geschichtsbücher bringt, werde ich von früh bis spät schwören, dass das Wurzelbruch ist. Ja, ja. Immer diese... Achso, das ist wieder gestohlen. Diese aufmerksamkeitsgierigen Leute. Ich wusste, dass das Ganze länger dauert, weil da ist schon wieder die nächste Quest. Die müssen wir jetzt natürlich noch mit annehmen. Ihr, seid ihr gekommen, um mir zu helfen? Eigentlich nicht, aber kann ich gerne machen. Wobei soll ich euch denn helfen? Dann seid ihr also nicht gekommen, um mir zu helfen? Ich bin in einer der unteren Kammern gefangen. Ich konnte nicht mehr tun, als die Weltkönsteine hier dazu einzusetzen, mein Abbild in die Ruinen hineinzuprojizieren und auf Hilfe zu warten. Die Tür zu meiner Freiheit lässt sich keinen Spalt weit öffnen. Wo ist diese Tür? Folgt dem Pfad nach Osten, bis sie die zentrale Kammer erreicht, die an den großen Weltkönstein-Wucherungen zu erkennen ist. Dort werdet ihr die Tür finden. Ich werde euch finden. Bitte beeilt euch. Ich bin nicht sicher, wie lange ich hier unten überleben kann. Ja, kein Thema. Ich habe ja noch nicht genug zu tun. Es wird eine etwas längere Folge heute. Es tut mir leid. Deswegen werde ich diese Sachen jetzt hier auch nicht alle durchlesen. Das sind die Notizen von den Magiern. Beziehungsweise, das ist jetzt, glaube ich, keine Notiz von den Magiern hier. Ich höre schon, dass hier irgendeiner auch eine Scherbe gerade macht. Jetzt gucken wir mal eben. Wenn hier gerade aktuell... Was natürlich nicht der Fall ist, ein Boss da ist, dann nehmen wir den natürlich gerne mit. Hier irgendwo da. Da ist ein Tagebuch, das nehmen wir mit. Dann, nee, nerv mich jetzt mal nicht. Ich habe hier gerade noch was zu tun, Leute. Alter. Das hasse ich an diesem Verlies. Man kann sich nicht bewegen, weil dann nämlich sofort irgendwo... Ach, Leute, ich hatte das schon anvisiert. Nein, ich habe keine Zeit rumzuspielen. Weil dann sofort die Krokodile und sämtliches Gezeugs hier auf einen draufspringen. Sag mal, die ist mir jetzt aber auf die Nerven. So, geh mir aus dem Weg. Ich will hier die Scherbe noch direkt mit einsammeln. Oder auch nicht, weil von irgendwo am Arsch der Welt noch ein Sandshit-Tiger kommt. Darf ich jetzt vielleicht endlich mal die Scherbe einsammeln, Leute? Ach. Schlimm. Wirklich schlimm. So. Mehr will ich doch gar nicht machen. Ach so, ich habe auch gar nicht die Scherbe gehört, glaube ich. Ich habe das nur in Wurz eben gehört. Also Kommando zurück. So, Forscher. Der Forscher interessiert mich doch nicht. Nein, ich will hier... Hallo? Ich will das Tagebuch haben. Da. Genau, kümmer du dich mal... Obwohl, jetzt wo die gerade weg sind, kann ich mir auch den violetten Tint irgendwie mal einstellen. Ich weiß nicht, was die gerade für eine Agrophase hat. Also hier ist normalerweise ein Krokodil. Das ist... Ah doch, das ist diesmal doch da. Komm mal ein Stück hier rein. So ist brav. Ja, natürlich habe ich direkt eine Spur wieder bekommen. Immer dann, wenn man nicht mehr dran denkt und wenn man die auch gerade nicht gebrauchen kann, weil man keine Zeit hat, die zu holen, dann kriegt man Spuren. Aber wenn man eine haben will und deswegen extra da reingeht, dann kriegt man sie natürlich nicht. So, Moment, da muss ich nicht hin. Da ist aber noch was, der Markt von Wurzelbruch. Schauen wir nochmal, ob der mittlerweile da ist. Immer noch nicht. Na gut. Dann gehen wir hier oben hin. Du bist ein Sentient-Tier. Du bist nicht das, wo ich hin wollte.
Zornschlund. Moment, du bist das, was ich hin wollte. Hallo, lauf doch nicht weg. So. Funke, keine Zeit zu spielen. Wir müssen hier durch. Dann. War da noch eine Notiz? Ich glaube, da war noch eine Notiz, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Och, jetzt geht mir nochmal nicht auf die Nerven. Ich will wissen, ob ich das lesen kann. Fehlende Frage. Ja, genau. Rucksack und Schweinefleisch. Sehr schön. Ist hier auch noch da? Das können wir auch noch nehmen. Okay. So, für die Mühen, die wir uns hier auf uns nehmen. Die Tür befindet sich dort, im Westen. Ich bin sofort dabei wegen der Tür. So, da sind nochmal Vekinare. Seine Tür machen wir gleich. Hier ist der Boss. Bin mir nicht sicher, ob der Typ jetzt auch den Boss mitmachen wollte. Aber der ist jetzt ausgelaufen. Also ich denke mal ja nicht. Normalerweise würde ich auch warten, aber ich bin ganz... Ah, da ist er aber. Ich bin aber ganz ehrlich, ich kann gerade im Moment nicht warten. So, Moment, wo kann ich da hoch? Hier. Einmal die Treppen hoch. Frage ist, hat er denn schon? Weil viele Leute übersehen das tatsächlich und dann sehen die hier den Boss nicht. Der theoretischerweise hier sein sollte. Ah doch, da ist er doch. Oh, jetzt lauf ich nicht weg. So. Ich hoffe, dass der Bescheid wusste, der unten ist. Weil normalerweise ist es so, wenn ich mitkriege, dass der hier die Bosse macht und vielleicht nicht genau weiß, wo der ist oder sowas, dann schieße ich die meistens an und zeige dem, wo die hin müssen. Jetzt muss ich mal eben gucken. Moment, die beiden Bosse haben wir jetzt gemacht. Die Kammer sollen wir wegen dem Typen hin. Das heißt, wir gehen jetzt in die Richtung in die Kammer. Aber gerne. Wo sind die Leute hin? Stand da nur. So. Was er anscheinend nicht weiß, dass man die erstmal kaputt machen muss, bevor er hier irgendwie hoch kann. Also bevor der Boss hier kommt. Achso, die anderen sind rausgelaufen. Der war offenbar noch nicht lange genug dabei. Und hat das nicht schon gefühlt 2 Millionen Male gemacht, so wie ich. So, alles andere. Haben wir hier irgendwas, was wir mitnehmen können? Nö, eigentlich nicht. Den haben wir. Das heißt, wir haben jetzt noch den einen Boss zu erledigen und wir müssen noch da durchgehen. Okay. So, hier kommen wir nicht durch, wenn die hinter uns hier ist. Gut, okay, sehr schön. War da noch was? Achso, das war nur zum... Nur noch ein wenig weiter. Könnt ihr euch gerne durchlesen, so wie immer. Ich weiß nicht, warum hier eine tote Eidechse liegt, keine Ahnung. So, da müssen wir jetzt durch. Das muss ich auf jeden Fall einsammeln. Glücklinge sind immer gerne gesehen. Ist auch immer Mangelware bei mir. Es wird bald vorbei sein. So. Nürnwurz nehmen wir natürlich auch direkt mit. Die greifen mich noch nicht an. Ich kann erstmal in die Mitte gehen hier. Entschuldigt, Fleischding.
Siador ist schon lange tot. Wir haben seine Gestalt angenommen, um euch hierher zu bringen. Könnt ihr euch gerne durchlesen? So, und dann haben wir hier den Einstimmungsstein. Ihr habt Siadors Einstimmungsstein gesucht? Ihr wollt uns befreien? Verschwendet nicht eure Energie. Ihr werdet hierbleiben. Wir werden unsere Wurzel neuer Blut trinken. Zögert das Unvermeidliche nur heraus. Ja, ja. Ich weiß. Nein, es ist noch nicht vorbei. Wir müssen noch den Boss machen. Für das bisschen möchte ich kein Dings ausgeben. Wie heißen die? Ich sage, ich bin gerade im Kopf ein bisschen macho, es tut mir leid. So, da ist alles weiß. Wieso ist der jetzt noch nicht weiß? Ach so, weil wir den eben nicht gesehen hatten. Genau, das war der eine. Die Elfendinger haben uns hierher verpflanzt. Also haben wir sie getötet. Ihr wollt uns mit dem Einstimmungsstein befreien? Bemüht euch nicht. Es ist nicht die Freiheit, die wir begehren. Und wir werden es auch bekommen. Wir werden euch zwischen den Felsbrocken zermahlen, um an eure Nährstoffe zu kommen. Ihr könnt uns nicht entkommen, Fleischding. Wohin ihr auch geht, wir werden dort sein. Ja, kein Thema. Wir laden mal die Welke Nahrsteine hier auf. Immer noch mit dem Einstimmungsstein befreien? Wir haben es euch schon einmal gesagt. Wir brauchen eure Güte nicht. Sie kommt viel zu spät. Und falls ihr glaubt, es ist unerfreulich. Unser Geist fühlt sich zerrissen. Dieses Licht erinnert uns an die Sonne. Wärme wie die der Sonne. Wir wurden aus dem Gefängnis des Elfendings befreit. Wir entschuldigen uns für das, was wir tun wollten. Wir sind verrückt vor Hunger und nicht in der Lage, uns selbst in diesen Wänden zu versorgen. Wir sind nicht wir selbst. Die Luft ernährt uns jetzt. Wer seid ihr? Wir sind der Dschungel. Wir wurden von den Elflingen in der steinernen Stadt gefangen, wo wir nicht mehr von der Sonne trinken konnten. Aber ihr habt uns befreit. Jetzt ruft uns das Grün zurück in seinen Schoß. Wir werden tun, was wir können, um Buße zu tun. Wir danken euch. Ja, und dadurch haben wir das Andenken nicht erhalten. Was war das jetzt für ein Mist? Wärme wie die der Sonne. Wir sind der Dschungel. So, das Andenken von Wurzelbruch bekommen. Ein kleines Samenkorn, das Wurzelbruch euch gab. Aber ihr habt uns. Da wir jetzt frei sind, ist alles, was wir tun oder werden können, unsicher. Wir wissen nicht, wo wir anfangen sollen. Was werdet ihr als nächstes tun? Wir kehren ins Grün zurück. Wir könnten uns selbst im Wind verlieren oder in der Sonne glimmen oder Teil der Flüsse werden und uns fortwaschen lassen. Aber wir können uns nur schwer entscheiden. Was ist mit Siador und den anderen geschehen? Wir würden sie zurückbringen, wenn wir könnten. Aber in unserer Gefangenschaft, in unserem verzweifelten Hunger, haben wir sie verschlungen. Sie werden nie vergessen werden. Wir erinnern uns an jede Faser, die wir von ihnen aßen. Um euch und sie zu ehren, werden wir nie wieder Fleischdinger essen. Ja, das ist doch schön. Da wir jetzt kann man frei da sind, mal? Ist nee. Okay, das nehmen wir auch mal direkt mit. Eigentlich, ja, genau. Jetzt sind nämlich alle hier gelb, aber mir ist aufgefallen, das ist nur so lange gewesen, bis ich tatsächlich rausgegangen bin. Danach wurde ich dann auch wieder angegriffen. Also, das habe ich nicht so ganz verstanden. Weil wenn man danach nämlich wieder hier zurück reinkommt, dann sind die nämlich wieder rot. Finde ich doof. Finde ich richtig doof. Was ich auch überhaupt nicht verstehe. Ah, jetzt ist sie da. Moment, ich sag's gleich. Ist sehr laut.
So, jetzt haben wir nämlich alle Bosse hier. Was ich doof finde von Zenimax aus gemacht hier bei dem Spiel, dass man trotzdem, wie man es ja eben schon wieder gesehen hat, angegriffen wird. Obwohl man gerade irgendwo in der Quest ist und gerade was am Besprechen ist. Also das finde ich immer so blöd gemacht. Wenn man selber die Aggro hat, okay, da kann ich es noch verstehen. Aber nicht, wenn irgendeiner daherläuft und dann die Aggro von jemandem zieht und ja, mit den Gegnern dann durch einen durchläuft. So, da ist sie. Oh, ihr seid zurück? Dann wurdet ihr also nicht von Löwen gefressen. Gut. Konntet ihr die Tagebücher finden? Ich habe 3 Tagebücher geborgen. Oh, ausgezeichnet. Lasst mich einmal sehen. Oh je, schaut euch nur dieses Kauderwelsch an. Durch uralte Ruinen in den Wahnsinn getrieben. Das ist eine Goldgrube. Die Pseudo-Intellektuellen aus Eldenwurz lieben dieses Zeug. Allein die Kommentarbände werden mich für Jahre in Lohn und Brot halten. Ja. Nun gut. Dann haben wir auch diese Aufgabe erfolgreich bestanden. Dann werde ich mal schauen, was wir noch haben. Ich glaube, wir müssten dann einfach noch ein bisschen weiter nach oben gehen. Wir sind ja auf der Höhe, ja, der Mitte sozusagen, also von Eldenwurz. Und da waren, glaube ich, noch so 2, 3 andere Quests, die wir dann als nächstes machen können. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.